Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, wo ich noch ansetzen soll bei beiden, die schon fast alles irgendwie gesagt haben. Aber wir zeigen ein paar bunte Bildchen mehr. Und Samir fragte auch, ich bin gespannt, wie du das auflöst mit dem weirden Stuhl. Und tatsächlich ist es so eine Geschichte. Wir hatten lange überlegt, was machen wir denn überhaupt? Wir glauben nicht an das Corporate Office, sondern wir glauben tatsächlich ein bisschen wie Martina irgendwie an die Individualität der Mitarbeitenden, an das, was da stattfindet und dass ein Büro ein Werkzeug sein soll. Und deswegen waren wir der Meinung, das müssen wir auflösen. Da kommen wir gar nicht irgendwie hin. Und dann mal so ein bisschen, wer sind wir eigentlich? Das ist also Büro, uns gibt es jetzt seit 25 Jahren, wir sitzen irgendwie in Kreuzberg direkt an der Spree, können also auch angeln direkt irgendwie da dran, sind 25 Leute und arbeiten wieder dran, was wir so alles verzapfen können. Und der Stuhl ist nicht der Stuhl, also nicht, dass Sie das jetzt denken. Und zwar ist es nämlich der Stuhl von Vapier, einem norwegischen Hersteller. Und es war der Lieblingsstuhl einer Mitarbeiterin. Ich kannte den zu meiner Schande überhaupt gar nicht. Und der taucht auf einmal im Büro auf. Und der ist einfach vielseitig einsetzbar. Und als wir danach gesucht haben, nach dem, wie wollen wir das irgendwie einsetzen, sagte Pauline irgendwie, das ist so ein total verrückter Stuhl. Und so, oh, das ist es. Der weirde Stuhl, das ist letztendlich für uns das, was wir für diesen aus dem Vortrag irgendwie machen wollen, als Zeichen dessen, dass man eigentlich im Prinzip keine Position vorgeben kann, sondern dass eigentlich, und damit wird Vapier auch immer, die nächste Sitzposition ist die beste. Und der Stuhl ist eigentlich aus dem Jahre 72, also den gibt es schon eine ganze Weile, ist aber erst in den 80er Jahren irgendwie auf den Markt gekommen, so als eine Ikone der Postmoderne, und heißt auch noch Extrem. Und der diente uns ein bisschen dafür und steht jetzt irgendwie rum und wandert durchs Büro. Ich komme da später auch nochmal drauf. Wir haben uns in diesem Zusammenhang natürlich sowieso auch damit mal historisch noch ein bisschen auseinandergesetzt. Wo kommt das eigentlich her? Ich kann da gar nicht anders, als immer noch ein bisschen zu forschen, und sind über die Gebrüder Rasch aus einer Studie von 1928 draufgekommen, der entmaterialisierte Stuhl, also das Sitzen als solches bereits in den 20er Jahren ein Thema gewesen ist, was man tun muss. Und dass die Tätigkeit des Sitzens sich letztendlich auch daran, was ich tun muss. Also, aber immer noch ein sehr statischer Ansatz dessen, wie gehe ich damit um? Das ist der Sitzgeist der 20er Jahre. Ich fand das extrem spannend, weil das eine gute Analogie war von dem, dass man sich bereits seit über 100 Jahren damit auseinandergesetzt hat, nicht nur über den Großraum, sondern auch tatsächlich über das Sitzen per se und das Verhalten am Arbeitsplatz. Ein kleines Beispiel über das minimalistische Büro war tatsächlich, damit sind wir konfrontiert worden. Der gute Mensch, der da sitzt, ist ein Projekt irgendwie von uns, ist total happy. Der findet das großartig, weil er nämlich total fokussiert nur an seinem Algorithmus arbeitet, und das einzige gestaltete Element ist tatsächlich der Fußboden, aber er war ganz happy. Wo wir denken, naja, noch weniger geht nicht, aber das kann letztendlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Da muss einfach noch ein bisschen mehr drin sein. Den Punkt, den wir vorhin mit den Gebrüder Rasch hatten, der taucht natürlich jetzt hier auch noch mal ganz kurz aus. Wie gehen wir nochmal zurück? Also auch da war das noch eine Sache. Wie arbeiten wir mit dem und wo holen wir unsere Inspirationen her? Es gab eine ganz spannende Dokumentation oder eine Utopie, eine Prognose, nicht keine Dokumentation, aus dem Jahre 1972 vom ZDF. Das war es tatsächlich so, wie sieht denn das Arbeiten eigentlich in der Zukunft, am Beispiel im Oktober 2000 aus? Es gibt den Herrn B hier unten rechts, der durch einen Bildschirm geweckt wird, und der Bildschirm begleitet ihn den ganzen Tag über. Und nicht nur der Bildschirm, sondern irgendwie auch tatsächlich das, was die Arbeit eigentlich ausmacht, das, was eigentlich, womit sich die Gesellschaft auseinandersetzt. Ein relativ wichtiger Punkt bei dem war, wie gehen wir mit den Einflüssen der Umwelt wie setzen wir uns damit auseinander? Was ist Teil der Arbeit? Interessanterweise muss man dazu betrachten, 1972 gab es in Wanne-Eickel tatsächlich auch noch Smog, und da waren das nochmal völlig andere Bedingungen. Interessant ist tatsächlich, dass man daran geglaubt hat, dass Videos und Videokonferenzen uns weiterbringen können. Allerdings auch mit dem, man hat die Gefahren bereits gesehen, das kann zu Vereinsamungen führen.
und zu sozialen Schwierigkeiten. Und man müsste dies mit entsprechenden Psychopharmaka letztendlich irgendwie auffüllen. Ein weiterer Punkt ist, dass er bereits, der gute Herr B., darüber nachgedacht hat, irgendwie, naja, wenn ich mit 50 schon in Rente gehe, was mache ich denn eigentlich mit dem ganzen Rest und des Lebens? Und ist das überhaupt für mich überhaupt noch, ist die Arbeit überhaupt noch Sinn des Lebens? Also man hat sich damals bereits schon gefragt, vor über 50 Jahren, wie stehen diese Dinge einfach irgendwie zusammen? Weil auch da, die neue Generation wird das nicht mehr über den Sinn des Lebens machen. 50 Jahre her, wir diskutieren das immer noch. Die Frage der Utopie war auch da für uns ein relativ wichtiger Punkt. Das ist eine Installation von Hans Hollein. Hans Hollein, bekannter österreichischer Architekt, der das Inflatable Mobile Office gemacht hat. Es gibt einen ganz schönen Film davon, das ist ein Kunstwerk mittlerweile, was der Generali-Versicherung irgendwie gehört. Er fliegt mit seinem kleinen Flugzeug durch die Gegend und macht immer sein mobiles Office da, wo ich es gerade haben will. Interessanterweise, es ist eigentlich ganz schön, man aus diesem Still, was ja, wirklich ein Film ist, hat er irgendwann einmal rausgesagt, verdammt heiß jetzt in dieser Höhle. Das zeigte das eigentlich ganz schön. Auch da, und das finden wir eigentlich ganz spannend, ist, war diese Konzentration auf den kleinen Kernpunkt der Arbeit. Und auch da, und er sagte, Hans Hollein, beziehungsweise in einem Buch von Andreas Rumpfhuber, eigentlich auch ganz spannend, ist auch ein Österreicher, der über ein schönes Buch geschrieben hat, die Architektur immaterieller Arbeit, und einen Beitrag gehabt hat jetzt für eine Ausstellung in Wien, die hieß Hollein Calling, und sprach auch darüber, wie vernetzt muss ich denn eigentlich zu dieser Arbeit eigentlich auch sein? Ganz interessant, lohnt sich in jedem Fall. In dem Zusammenhang sprachen wir dann auch über die Hülle und dachten über die Hülle nach. Le Corbusier hätte da auch gesagt, dass die Hülle letztendlich nur der Ausdruck dessen ist, was im Innern los ist. Eine Installation auch da von 1972 von Haus Rucker, also von den Ordnerbrüdern. Auch da für uns relativ wichtig, dass immer die Hülle und der Kernpunkt der Hülle für uns ein relativ wichtiger Punkt ist zu dem, wie wollen wir uns damit auseinandersetzen. Bei der Hülle ist natürlich auch die Kraft, die Dynamik, die von dieser Hülle ausgeht, von dessen, was von innen nach außen stattfindet, relativ wichtig. Deswegen haben wir auch das Zitat von Platon dazu genommen, dass der Raum die Amme des Werdens ist. Das Werden hat natürlich ganz viel mit Zeit zu tun. Das ist einer der nächsten Komponenten, mit dem wir uns auseinandersetzen. Martina hatte das vorhin auch nochmal. Wir müssen einen Arbeitstag natürlich immer betrachten. Wir sehen ihn nicht mehr klassisch, oder wir können ihn auch nicht mehr klassisch über die gesetzten 8 Stunden sehen. Thomas Mann hat in seinem Zauberberg eigentlich seine beiden Protagonisten letztendlich über die Zeit hat sprechen lassen. Und der Cousin, der auf den Berg reist, wurde auch gleich sofort irgendwie belehrt. Naja, also die Zeit hier oben bei uns auf dem Berg, die tickt schon nochmal ganz anders als bei euch unten. Thomas Mann hatte das irgendwie auch nochmal gesagt, dass Zeit sich ausbreitet und zusammendehnt und zusammenschrumpfen kann. Und der Karl-Heinz Geißler ist vor 2 Jahren gestorben, sein Sohn betreibt die Forschung über die Zeit weiter, meinte eigentlich auch, dass ein Tag ist eigentlich immer gleich lang, aber er ist unterschiedlich breit und wir kennen dieses Thema eigentlich auch. Und das ist für uns ein Punkt, wo wir auch denken, naja, die Zeit als Komponente für den Raum ist enorm wichtig, als dessen, wie ein Raum sich eigentlich ausgestalten muss. Die Vera Starker, ist eine Wirtschaftspsychologin, die sprach auch davon, dass wir zurzeit alle 4 Minuten von Arbeit unterbrochen werden. Und dann heißt es, ich muss da immer wieder rein. Dadurch entsteht ein großer Schaden. Heißt, wir müssen darüber nachdenken, wie können wir eigentlich deutlich fokussierter arbeiten? Wie kriegen wir das hin? Also wie kriegen wir das hin, deutlich mehr uns auf dessen zu fokussieren, was wir tun, und auch darüber nachzudenken, was ist denn überhaupt die fokussierte Arbeit? Wie sieht die denn eigentlich aus? Und wie muss der Raum dafür eigentlich auch entsprechend irgendwie aussehen? Sami sprach vorhin auch davon, wir glauben, dass ein Bällebad sicherlich nicht dazugehören kann. Also wir werden oft damit konfrontiert, mit dem Spruch, also so kann ich nicht arbeiten, das geht nicht. Also Großraumbüro ist so ein Ding und auch so ein Bällebad, wir bauen die eher wieder ab, anstatt dass wir da einbauen. Werden wir damit irgendwie konfrontiert, und der Markus Albers ist ein Journalist aus Berlin, der sprach eigentlich auch davon, dass die Überbetonung von Kollaboration eher auf die Kosten von Konzentration und Kontemplation geht. Und
bei dem Punkt sind wir natürlich auch, okay, was müssen wir eigentlich tun, wie müssen unsere Räume aussehen, dass sie sowohl das Kollaborative, die Konzentration als auch die Kontemplation hinkriegen. Bei der Kontemplation heißt es natürlich sehr stark, deswegen kamen wir auch auf den Kierkegaard, natürlich sehr viel mit Muße zu tun hat. Also auch die Muße, sich wieder mit Dingen zu beschäftigen und auch beschäftigen zu dürfen. Und wir glauben auch, dass der Müßiggang letztendlich eine deutlich positive Konnotierung wieder haben musste, als er bislang irgendwie hatte. Warren Buffett sprach eigentlich auch davon, er meinte, die beste Zeit ist für mich, wenn ich ins Büro gehe, ich lege die Füße auf den Tisch und mache eine Stunde gar nichts. Das ist für mich die effizienteste Arbeitszeit, was eigentlich ganz spannend ist. Und das hat sehr viel mit Muße finden und mit Müßiggang zu tun. Es gibt in diesem Zusammenhang ein ganz spannendes eine Untersuchung oder ein Gesetz, das ist ein Judge-Dodson-Gesetz, das eigentlich besagt, im Prinzip, wie arbeite ich, wo habe ich eigentlich den größten Stresslevel und wo habe ich ihn nicht. Also hier ganz tief, okay, ich bin da ein, komme ich zu nichts. Ganz hoch, kennen wir alle, falle ich völlig raus, bin unter Stress, komme zu gar nichts. Wir liegen also irgendwie auf einem optimalen mittleren Stresslevel. Der ist, glaube ich, relativ wichtig für uns. Wie arbeite ich? Wie gehe ich? Welche Art von Konzentration suche ich mir eigentlich irgendwie auch damit? Wichtiger Punkt dabei, und wir machen es wirklich im Hopp-Galopp, also ihr müsst mir da jetzt, ich hätte den Vortrag eigentlich auf ewig ausdehnen können, ich muss jetzt wirklich irgendwie im Hopp-Galopp da durchgehen, war für uns der Raum natürlich wichtig. Ich komme immer wieder auf den Raum zurück und da spielen natürlich die euklidische Raum und die euklidische Ebene natürlich für uns ein relativ wichtiger Punkt. Der reine klassische statische Raum, der für uns eigentlich gar kein klassisch statischer Raum ist, weil wir natürlich immer versuchen, Komponenten und Vektoren zu verändern. Wir verändern immer Kleinigkeiten. Bei uns im Büro haben wir eine neue Box eingebaut und auf einmal verändert sich Wahrnehmung, Arbeitsweisen verändern sich. Das heißt also, auf einmal wird ein Raum deutlich dynamischer. Die niederländischen Strukturalisten, die sprachen bereits in den 50er, 60er Jahren auch irgendwie davon, was es ausmacht, letztendlich eine Struktur als im menschlichen Zusammenleben und der Zusammenarbeit zu sehen, beziehungsweise den auch irgendwie entsprechend irgendwie auch zu gebrauchen. Diese Art von Einflüssen sehen wir zum Beispiel in einem sehr schönen Aufsatz aus 1930, also wir kommen immer wieder auf die Historie, sorry, wenn ich da irgendwie vielleicht ein bisschen langweilig redundant bin, von Josef Frank, den kennt man nur noch, dass er für IKEA irgendwann nochmal Stoffe gemacht hat, aber eigentlich Architekt war und in den 30er Jahren in Wien Häuser gebaut hat. In dem Fall die Villa Bär in Wien, und da sieht er eigentlich im Prinzip das Haus auch immer als eine Struktur an, als eine lebendige Struktur, die erschlossen werden soll. Er vergleicht ein Haus natürlich sehr stark mit einer Stadt. Die hat Plätze, die hat Straßen und so weiter. Aldo van Eyck hat es in den 60er Jahren oder in den 50er Jahren selber auch als Meinung vertreten, dass das eine der Grundthemen des Strukturalismus, dass ein Haus natürlich immer sein soll wie eine Stadt und eine Stadt soll immer wie ein Haus sein. Damit gibt es immer Rückzugsräume, damit gibt es immer neue spannende Dinge und wir erschließen uns die Räume, die wir durchwandern. Damit werden wir auch zu einem Flaneur. Das heißt also, ein Raum ist für uns natürlich auch immer ein Teil des Spazierengehens, des Erlebens. Das haben wir an einem Projekt von uns in Hamburg, vom Carlsen Verlag, mal auch versucht, ein bisschen mal zu verdeutlichen, mal klar zu machen. Das Projekt ist 2020 entstanden. Das erste Meeting hatten wir im Februar 2020. Eine Woche später durften wir alle nicht mehr durch die Gegend reisen. So. Jetzt macht mal so ein Projekt komplett remote mit denen, gerade in der Grundlagenfindung. Das war extrem spannend. Das heißt also, wir mussten dauernd Entwurfsstrategien immer wieder erneuern, immer wieder von vorne beginnt, mit denen diskutieren und auch auf neue Herausforderungen letztendlich reagieren, weil natürlich auch zu der Zeit, wir hatten das vorhin auch schon mal gesehen, diskutiert wurde, das Büro ist ja eigentlich tot. Wir sahen das zu dem Zeitpunkt nicht so, weil wir einen großen identitätsstiftenden Raum vorgefunden haben. Das war eine alte Gießerei in Altona, die genutzt wurde von About You als Fotostudium. Und für uns war wichtig, die Spezifika
dessen, des Raumes irgendwie auch voranzubringen. Das heißt, also eine Mischung zu machen aus sehr vielen unterschiedlichen Nutzungen, sehr viele kleine Büros, die auch tatsächlich benutzt werden, weil es sehr, sehr viele konzentrierte Arbeit gab. Es gibt aber auch sehr viel kollaborative Arbeit, also das heißt, es gibt einen Marktplatz. Wir sind also wieder bei Josef Frank und Aldo van Eyck. Das ist das Kernstück dessen, was der Carlsen Verlag für sich eigentlich auch nutzt, als Zusammenkunft, als dessen Bücher neu vorzustellen. Das sind nicht nur die kleinen Pixie-Bücher, sondern tatsächlich irgendwie auch viele große Kunstbücher. Die gehen mit unterschiedlichen Größen, Höhen um in dem Raum. Es gibt unterschiedliche Lichteinfälle. Als wir das Gebäude übernommen haben, war das komplett dunkel, klar, weil das Fotostudio irgendwie da drin war. Wir mussten also erstmal wieder Tageslicht reinbringen. Wir mussten natürlich auch die Brandschutzthemen irgendwie berücksichtigen, die es da wieder aufzuräumen gab. Und wir haben einfach versucht, über dieses Ding auch wieder unser Thema von Stadt und von Platz in eine Struktur reinzubringen und somit den Nutzenden wieder viel stärker zum Flanierenden auch zu machen dadurch. Es gibt, ihr seht es gibt die Gassen, es gibt die Rückzugsräume, es gibt den großen Raum und der große Raum kann eigentlich auch sehr individuell auch genutzt werden zu dem, was da einfach auch stattfindet. Das war für uns ein gutes Experimentierfeld für das, was in einer Zeit stattfand, wo wir letztendlich nur remote Dinge entwickeln konnten. Und alle Mitarbeitenden haben sich wahnsinnig gefreut, endlich wieder ins Büro zurückzukommen. Das war interessanterweise genau der Punkt, als alle darüber sprachen, brauchen wir das überhaupt noch? Nein, wir brauchen es in jedem Fall, weil wir wollen nämlich wieder zurückkommen. Und dieses Zurückkommen mit dem hat natürlich sehr viel mit Bedürfnissen zu tun. Also die Räume, die wir machen, die wir planen, die wir bauen, mit denen wir uns umgeben, sind sehr stark auf Bedürfnisse ausgelegt. Ich will da jetzt gar nicht so stark drauf eingehen. Das ist jetzt die klassische Bedürfnispyramide nach Maslow, der in den 70er Jahren das eben schon mal gemacht hat, über die Grundbedürfnisse, über Sicherheit, Geborgenheit und so weiter. Interessanterweise wurden wir damit konfrontiert, für uns ist Grundbedürfnis WLAN und Akku eigentlich viel größer als alles andere. Interessanterweise hat er selber seine Bedürfnispyramide noch erweitert über Transzendenz. Das war quasi kurz vor seinem Tod, posthum ist es noch veröffentlicht worden, eigentlich ganz spannend. Ein weiterer Punkt ist tatsächlich die 77 Human Needs, die von Guido Bayer gemacht worden sind, die auf 5 psychologische Bedürfniskategorien basieren. Ich muss die da jetzt nicht alle vorlesen, Folien wollen wir eh nochmal zur Verfügung stellen. Wir haben mal 3 einfach nur rausgesucht, das ist Freiheit, Liebe und Neugierde, nochmal ganz andere Punkte, die eigentlich zu den Bedürfnissen dazugehören, die sehr viel mit Erkundung von Raum zu tun haben, mit dem, was sehen wir, wie weit fixt uns Raum eigentlich irgendwie auch an. Die Zahl 77 ist letztendlich eine Rundschärfe von 10%. Guido Bayer mit seinem Institut oder mit seinem Think Tank meinte, das ist eine Unschärfe. Wir kommen mit 77 ungefähr an das, was letztendlich irgendwie möglich ist. Diese Art von Bedürfnis sahen wir auch nochmal, da gehe ich nur ganz kurz drauf ein, in Adolf Loos wieder. Es gibt wieder einen Zurücksprung auf Josef Frank, und zwar eine Villa Müller in Prag. Ganz lustig, es gibt einen Eingang, es gibt da oben ein kleines Damenzimmer, das Boudoir, und vom Damenzimmer kann ich wieder zurückgucken. Es gibt also eigentlich ganz schöne Komponenten von dem, was hat, wie sind dann die entsprechenden Bedürfnisse des Raumes auf den Nutzenden zugeschnitten. Und die sind nicht immer gleich, sondern die sind unterschiedlich. Diese Art von Bedürfnissen hat auch tatsächlich was mit räumlicher Nähe und mit räumlicher Entfernung einfach zu tun. Die Ellen-Curve besagt relativ klar, wie Kommunikation mit Entfernung zusammenhängt. Ist natürlich völlig klar, kennen wir alle, je dichter wir sind, umso mehr können wir natürlich miteinander kommunizieren. Eine Sache, die insbesondere jetzt in Post-Covid-Zeiten natürlich sehr stark untersucht worden ist. Und es gibt dafür, das ist eigentlich ganz spannend, das ist eigentlich mein Lieblingspunkt, eigentlich eine Lieblingsstudie, die gerade zurzeit irgendwie kursiert, die ist so 2 Jahre alt. Und zwar ist die von der Stanford University und der Columbia University. Die haben Probanden mit 2 verschiedenen Stimulis konfrontiert. Mit einer Frisbee-Scheibe und mit einer Noppenfolie. Und zwar in 2 unterschiedlichen räumlichen Situationen. Einmal saß man zusammen
in einer Gruppe von 4, 5 Leuten und musste zu einem Ergebnis kommen und einmal remote am Bildschirm. Die Studie ist auch an mehreren verschiedenen Standorten und Unternehmen nochmal verifiziert worden. Und interessant dabei, und das wundert uns ja nicht, das Ergebnis dessen, was man aus diesen beiden Dingen gemacht hat, waren natürlich die in räumlicher, physischer Präsenz waren natürlich viel besser als das, was die konzentriert am Arbeitsplatz saßen. Die Bewertung hinterher, als es darum ging, später das Ergebnis dieser Arbeit zu bewerten, waren diejenigen, die am Bildschirm waren, wieder im Vorteil und konnten sich viel mehr fokussieren und konzentrieren auf das, wie ich Dinge bewerte. Das heißt, und das ist für uns ein relativ wichtiger Punkt, dass Fokussierung nicht zwingend nur was mit konzentrierter Arbeit in einem kleinen Raum zu tun hat, sondern sehr stark davon abhängt, was tue ich eigentlich und welche Stimulanzen kriege ich. Bei dieser Studie war das extrem spannend, weil man natürlich überlegt hat, woher kommt denn das eigentlich zum Teufel, wie ist denn das? Liegt das nur daran, dass die zusammensaßen und sich angucken konnten? Nein, man hat Augenbewegungen festgestellt bzw. untersucht. Und dann einfach auch gesehen, man guckt in unterschiedliche Richtungen, man holt sich seine Impulse aus dem Raum. Und es war tatsächlich so, die besseren Ergebnisse hatten die gehabt, die im Raum umhergeguckt haben und sich ihre Impulse geholt haben. Das war für uns natürlich ein relativ wichtiger Punkt zu sagen, aha, das heißt also wirklich, und das gab uns ja eher so ein bisschen recht, dass der Raum, du sprachst auch davon, natürlich sehr viel mit Stimulanzien zu tun hat, sehr viel damit zu tun hat, wie gehe ich damit um, was hole ich mir eigentlich entsprechend in mir raus. Das Ding hat auch dann sehr viel damit zu tun, dass ich sehr viel über Zufälligkeiten was habe, also mit zufälligen Situationen umgehen muss und ich mir über so eine Art Serendipität natürlich immer wieder neue Möglichkeiten erschaffe und somit letztendlich einen inspirierenden Spaziergang eigentlich machen kann. Wir haben es hier mal von Pirlo in neuen Situationen dargestellt. Also es entstehen wieder immer neue Situationen, je nachdem, ob eine Angriffssituation ist oder nicht, aber es entsteht daraus eine neue Spielsituation. Und diese neue Spielsituation letztendlich als Zufälligkeit und Serendipität zu betrachten, ist für uns auch relativ wichtig. Das Penicillin zum Beispiel ist durch einen Zufall entdeckt worden. Da gibt es ganze Menge Beispiele damit. Amerika ist das vielleicht noch das bekannteste Beispiel dafür, dass durch Zufälligkeit letztendlich Dinge entdeckt worden sind und welche Auswirkungen das auf den Raum hat. Und diese Zufälligkeiten haben sehr viel mit dem Spazierengehen zu tun. Also Sie sehen oder ihr seht, es gibt wieder einen Rückschluss auf das, was wir mit dem Josef Frank und mit dem Adolf Loos hatten. Wir haben das hier an einem Beispiel gemacht für ein Softwareunternehmen, in dem wir mit denen einfach eine Wanderkarte aufgemacht haben. Also irgendwie so, hey, was sind denn eigentlich eure Bedürfnisse? Wo fangt ihr denn eigentlich irgendwie an? Bedürfnisse habt ihr und wie wollt ihr damit umgehen? Und die Frage von denen war tatsächlich irgendwie so, naja, wie seht ihr denn das Office eigentlich? Gibt es überhaupt eine Zukunft? Was ist es jetzt? Was ist es in der Zukunft? Was war es früher? Aus diesem Geflecht dieser Wanderkarte haben wir da auch mal ein Puzzle gemacht, haben das umgesetzt und versucht irgendwie das zu verräumlichen und mit dem Kunden gemeinsam oder mit dem Bauherrn gemeinsam irgendwie verschiedene Situationen irgendwie auch darzustellen bzw. die auch zu machen. Ein weiterer wichtiger Punkt für uns ist natürlich, welche Materialien umgeben mich eigentlich? Wichtig für uns natürlich, dass für eine räumliche Qualität nicht nur der Raum der Bedürfnisse da ist, sondern natürlich auch dessen, welche Qualitäten von Materialien habe ich eigentlich. Wir haben damit interessante Erfahrungen eigentlich gemacht in der letzten Zeit, und zwar tatsächlich in eher negativer Art und Weise. Naja, das mit der Nachhaltigkeit ist alles Quatsch, hat ja auch gar keinen Wert und ist überhaupt nicht wertvoll. Da wollen wir auch gar nicht weiter darauf eingehen, weil das würde nochmal ein komplett eigenes Feld aufmachen und ist für uns eigentlich auch ganz spannend. Wir würden gerne nochmal zurückgehen auf das Büro und in dem Fall tatsächlich auf unser Büro, und zwar das auch als Weg zu sehen, also Way of Empowerment, also irgendwie das, was kann ein Büro für uns eigentlich auch tun und welche unterschiedlichen räumlichen Anforderungen brauchen wir dafür. Wir haben unser Büro vor 2 Jahren erweitert bei gleicher Zahl von Mitarbeitenden, weil wir ein größeres, flexibleres Raumangebot anbieten wollen. Wir haben gemerkt, dass diese Arbeit nur funktioniert, wenn wir eine
eine niederschwellige Flexibilität haben. Das heißt, also, wir brauchen eigentlich mehr Räume, denn weniger. Und selbst so ein Ding, deswegen hatten wir dann noch so ein kleines Gefi gemacht, selbst die Vorhänge, die nur zwischen den Arbeitsplätzen sind, die werden, also wenn es einmal im Monat ist, dass sie bewegt werden, ist das schon viel. Und das zeigt uns deutlich, dass eigentlich im Prinzip diese niederschwellige Flexibilität eher durch ein Raumangebot genutzt werden muss. Ihr erinnert euch noch an diese euklidischen Raum, diese Veränderung und diese Box. Wir hatten das gemacht, wir haben eine neue Box aufgestellt und die hat tatsächlich den ganzen Raum und auch das, was wir schaffen und wie wir arbeiten, auch komplett irgendwie verändert. Das ist also ein guter Hinweis einfach dafür, was wir aus diesem Ding einfach machen können. Für uns ist deswegen auch immer so wichtig, dass diese Zufälligkeiten möglicherweise auch manchmal zu völlig wirren Dingen führen und die auch zugelassen werden müssen. Der Bruno Munari hat in den 40er Jahren ein ganz schönes Buch darüber gemacht, über völlig unsinnige Maschinen. In dem Fall ist es eine Kochzeitmessgerät, wo eine Schnecke läuft und zwar noch mit so ein tolles Buch, ein tolles kleines Buch von Bruno Munari. Und für uns ist es deswegen so wichtig, weil wir natürlich auch das Büro für uns als Labor aussehen. Es muss zulässig sein, dass Dinge einfach auch stattfinden, wie in dem Fall haben wir es natürlich extra nochmal nachgestellt mit dem Stuhl, was kann der eigentlich irgendwie alles, aber das ist tatsächlich auch Teil irgendwie unserer Arbeit. Diese Umsetzung dessen und auch Zufälligkeiten sind auch hier für Jones Lang, Acres in Berlin, wo ein Schrank eigentlich auch mal Besprechungsraum sein kann. Also auch da gibt es Dinge, die widersprechen natürlich ein bisschen dem mit dem niederschwelligen Angebot, aber es soll natürlich auch eine gewisse Überraschung einfach auch da sein, wie Räume sich entsprechend entwickeln können, beziehungsweise was sie sein können. Ein weiteres Beispiel ist für einen kleinen Verlag, Juris Verlag, wo wir die Räume als Wohnzimmer gesehen haben. Das ist für uns, das gesamte Büro ist eher tatsächlich eher der Living Room mit entsprechenden Qualitäten für Values. Das ist ein Projektentwickler in Hamburg, war das eher die Bar, der Club. Und bei Vattenfall war es zum Beispiel wirklich einfach nur in großer Struktur ganz viele verschiedene Möglichkeiten des Arbeitens darzustellen, und zwar das Arbeiten natürlich immer zwischen den entsprechenden Funktionen einfach auch stattfinden muss. Hier kommt jetzt auch mal, jetzt leider kann Martina das nicht sehen, ich musste so schmunzeln, als ihr beide von dem Schweizer Messer gesprochen habt, und für uns ist es tatsächlich so, dass der Arbeitsplatz als kleinste kollaborative non-territoriale Einheit, ein ganz wichtiger Punkt ist, der eigentlich im Prinzip ein Gadget ist. Und nicht nur ein Gadget irgendwie aus dessen, was er da kann, sondern was er da kann. Das ist interessanterweise, sind die gleichen, das ist das, was rausgekommen ist hinterher, was wir für die machen werden. Und deswegen fand ich es so sehr lustig, dass ihr beide irgendwie vom Schweizer Messer gesprochen habt, wie wir sie entsprechend irgendwie nutzen können. Das heißt aber, und damit kommen wir so ein bisschen zurück auf den Rumpfhuber, der davon sprach, dass die performative Arbeit erfordert, dass der Arbeitsplatz eine Bühne ist. Und das ist es tatsächlich für uns. Sie muss es ermöglichen, mehrere verschiedene Dinge zu tun. Deswegen glauben wir nicht an das Corporate Office, sondern an das von jedem einzelnen Mitarbeiter gestaltet werden kann. Und somit ist der Bedarf und das Bedürfnis eigentlich der entsprechende Raum. So. Damit bin ich eigentlich auch durch. Ich hoffe, das war schnell genug. Sorry, wenn ich da so durchgehechtet bin. Das wollte ich euch noch zeigen. Das war eine Sache, die wir für ein Projekt gemacht haben in Berlin. Es steht für uns eigentlich, und das ist mir nochmal wichtig, jetzt auch nochmal zu sagen, steht eigentlich für uns als Büro für dessen, wie wir denken. Welche Art von Vielfalt wir in dem Büro haben, welche Art von Diversität und welche Art von Widersprüchen wir auch haben. Eine Messe wie hier steht letztendlich genau dafür, für diese Werte. Und ich glaube nach wie vor, und da nehme ich mir alle mit an, wir glauben, dass die Würde des Menschen immer noch unantastbar ist und auch sein wird und bleiben wird. Und wir als unser Büro letztendlich dafür stehen, für diese Art von Weltoffenheit und für dessen, was wir eigentlich noch bewegen wollen. Dankeschön.